Unsere Reise beginnt am Frankfurter Flughafen, von wo uns der Flug LH4532 direkt nach Lissabon bringt. Mit einer solchen Maschine sind wir rund 3 Stunden unterwegs. Wir starten in Frankfurt bei schlechtem Wetter und kommen leider auch in Lissabon bei schlechtem Wetter an. Zum Glück ist das Wetter aber in den nächsten Tagen noch besser geworden. In der Stadt angekommen beziehen wir erstmal unser Hostel. Es liegt direkt in der Innenstadt im Viertel Baitscha. Hier der Blick aus unserem Fenster. Wir können direkt auf den Praça de Figuera schauen. Am nächsten Tag starten wir unsere Sightseeing-Tour bei gutem Wetter am Praça de Figuera, was zu Deutsch Platz des Feigenbaums heißt. Das Reiterstandbild zeigt Jaus den Ersten. Direkt neben dem Praça de Figuera liegt der Praça de Dom Pedro des Vierten, der umgangssprachlich in Lissabon auch Rochio genannt wird. Der Name des Praça de Dom Pedro des Vierten stammt von einem gleichnamigen portugiesischen König. Schon im Mittelalter war dieser Platz von großer Bedeutung. Hier wurden zum Beispiel politische Manifestationen, Maskenbälle, Stierkämpfe und andere Großveranstaltungen abgehalten. In der Mitte des Platzes erhebt sich eine Marmorsäule. Sie wurde 1870 aufgestellt. Ihre Spitze trägt eine Bronzeskulptur Petrus des Vierten. Am Sockel erkennt man 4 allegorische Figuren, die die Gerechtigkeit und die Weisheit, den Mut und die Mäßigkeit symbolisieren. In unmittelbarer Nähe zum Praça de Dom Pedro des Vierten liegt der Bahnhof Rochio. Seine Fassade ist im manuelinischen Stil verziert. Hinter einer unscheinbaren Fassade verbirgt sich diese etwas unbekanntere Sehenswürdigkeit. Dieser Hinterhof im maurischen Stil wurde schon im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts angelegt. Die heutige Gestaltung geht allerdings auf das Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Das Gebäude dient heute als Treffpunkt und Kulturzentrum der in Lissabon und Umgebung lebenden Alentejaner, die aus der Region südlich des Tejos stammen. Es birgt unter anderem einen prunkvollen Festsaal und einen Lesesaal. Angeschlossen ist auch in der ersten Etage ein volkstümliches Restaurant, in dem Spezialitäten aus dem Alentejo serviert werden. Wie man sieht, sind die Fassaden des Innenhofes im maurischen Stil verziert. Außerdem sind die für Portugal typischen Azulejos zu sehen. Azulejos sind kunstvoll verzierte Fliesen, die Hausfassaden zieren.
Lissabon wurde auf 7 Hügeln erbaut. Die Stadt lässt sich in eine Unter- und eine Oberstadt aufteilen. Ober- und Unterstadt sind mit solchen Kabelbahnen verbunden. Dies ist der Elevador de Lavra. Er wurde 1884 eingeweiht und ist die älteste der 4 Lissabonner Elevadores, was zu Deutsch Aufzüge bedeutet. Wir gehen weiter und treffen auf die nächste Kabelbahn. Dies ist der Elevador de la Gloria. Diese Bahn wurde 1885 eingeweiht und bringt uns die steile Calçada de Gloria hinauf auf die Rua de São Pedro. Nicht weit entfernt vom Elevador da Gloria liegt die Kirche São Roque. Sie gilt als prunkvollste Kirche in Lissabon. Hinter der nüchternen Fassade verbirgt sich nämlich ein prunkvolles Innenleben. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Auftrag von Jesuiten gebaut. Bei einem großen Erdbeben 1755 wurde die Fassade fast vollkommen zerstört und musste wieder neu aufgebaut werden. Das Innere der Kirche wird vom manieristischen Stil geprägt. Die Decke offenbart kunstvolle Malereien, die ein Kuppelgewölbe vortäuschen sollen. An der rechten und linken Seite der Kirche befinden sich jeweils 4 prunkvoll ausgestattete Kapellen. Dies ist die Kapelle der Heiligen Mutter Maria. Sie wird flankiert von Statuen des heiligen Joachim und der heiligen Anne. Die Kapelle stammt aus dem 17. Jahrhundert. Diese Kapelle stammt ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert und zeigt den heiligen Franz Xaver. Diese Kapelle wurde zwischen 1742 und 1750 in Italien gebaut. Sie wurde von König John V. von Portugal in Auftrag gegeben. Sie zeigt Johannes den Täufer. Dies ist die Kapelle von São Roque, dem Namenspatron der Kirche. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Flankiert wird der heilige Roque von dem heiligen Sebastian und dem heiligen Jakobus. Diese Kapelle zeigt die Kreuzigung Jesus. Sie wurde zwischen 1613 und 1711 eingerichtet. Hinter diesem Eisentor aus dem 16. Jahrhundert verbirgt sich die Kapelle der Heiligen Sakramente. Sie zeigt die Heilige Maria und stammt aus dem 17. Jahrhundert.